Kennst du das, dass du so Stimmen im Kopf hast, die sagen, du musst noch mehr machen, das war zu wenig, so ein Druck auf der Brust, so was du das Gefühl hast, das genügt nicht. Ja? Du musst super sein in deinem Büro, du musst noch mehr leisten. Ja? Du musst vielleicht in deiner Beziehung noch mehr geben. Deine Kinder funktionieren auch nicht optimal. Du musst dich noch mehr anstrengen. Ja? Du musst dich auch mehr anstrengen in der Gemeinde, weil irgendwie da gibt es noch mehr Nöte. Du musst noch das machen und das machen. Und irgendwie hast du ständig einen Druck. Immer das Gefühl, es genügt nicht. Kennst du das? Ja, hallo, ich bin die Irene, ich bin Psychotherapeutin in Wien und ja, freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast und möchte heute was erzählen über Perfektionismus. Und Perfektionismus, würde ich sagen, ist eine wirkliche Geißel. Ja? Perfektionismus kann uns den Frieden total rauben und man könnte sagen, es ist eigentlich, hat natürlich eine lange Entstehungsgeschichte, warum jemand dorthin kommt, dass er so einen Druck und so einen Perfektionismus in sich hat. Meistens hängt das mit seiner Familiengeschichte zusammen. Aber Faktum ist, dass wir, wenn wir darunter leiden, eigentlich wirklich nicht in Frieden sein können. Ja, wir haben immer sozusagen hier das, die Ist-Situation und da ist das Soll. Also da soll ich hin. Das ist ja mal prinzipiell okay, weil ich denke, wir brauchen alle Ideale, wir brauchen Ziele, das ist gut, sind nicht krank. Ja? Aber wenn das Soll zum Muss wird, dann wird es krankhaft. Ja? Also das kann dann so ausschauen, zum Beispiel der Schönheitsperfektionismus. Ja? Frauen, ganz häufiges Thema, Essen. Ja? Sie ständig das Gefühl haben, ich esse zu wenig, ich muss Kalorien zählen, ich bin zu dick, dort ein Fettröllchen, dort ein Hängebäuchlein, was auch immer. Also dieses ständige, ich habe zu viel gegessen, es war jetzt zu viel, ich muss Kalorien zählen, ich muss. Ja? Und das natürlich ist eine unglaubliche Geißel, weil ich dann nicht im inneren Frieden sein kann. Ich kann dann eigentlich auch nicht andere begeistern, weil ich bin mit mir so beschäftigt, ja, mit meinen To-Dos und meinen Müssen, dass ich komplett eingenommen bin davon. Ja? Also man könnte sagen, das ist wichtig, jeder Mensch hat einen Ist-Status, hat einen inneren Soll-Status, aber wenn das Soll zum Muss wird, wird es eine Geißel. Und da muss man was unternehmen. Und da kommt man manchmal auch nicht alleine heraus. Also da hilft dann manchmal auch nicht mal beten drüber, sondern das ist ein wirklich ganz verflochtenes Mindset, nennt man das. Also ein Gedankenkonstrukt, ein Lebenskonzept, das man wirklich bearbeiten muss. Ja? Weil sonst kann der Mensch niemals in die Freude, in die Fülle, einfach in diesen Frieden kommen, ja, und kann das auch nicht annehmen, weil er ja zutiefst eigentlich meint, ich bin nie gut genug. Ich bin nie gut genug. Ich mache immer zu wenig. Und das ist natürlich genau das Gegenteil, was das Evangelium lehrt, weil das Evangelium sagt, du bist genug. Du bist absolut genug, ja. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus kann ich Dinge tun, aber niemals, weil ich muss. Weil das Wichtigste ist eh schon getan, ja. Das, was ich tue, tue ich aus Liebe, ja. Und das versteht oder begreift der Perfektionist nicht, weil der Perfektionist ist total auf sich bezogen. Aber mit Angst, wird es reichen? Bin ich gut genug? Mache ich das toll genug? Werden die anderen mit mir zufrieden sein? Und er hat eine unglaubliche Angst vor Tadel, also kritisiert zu werden, getadelt zu werden, dass der Chef sagt, das reicht jetzt nicht, was du da gemacht hast, komm mal her beim Mitarbeitergespräch, da müssen wir jetzt ernsthaft reden. Deswegen strengt er sich an und macht und tut und ist super, super, super. Ja. Und solche Menschen sind natürlich Kandidaten fürs Burnout, kann man sich natürlich denken, und auch für Depressionen, weil ich ja nie an diesen Maßstab rankomme, nie an dieses Muss, das wird sich nie ausgehen, das ist so ein hoher Maßstab, ja, und ich bin verzweifelt, weil ich das nicht schaffe. Und ja, und das ist ganz wichtig, das einmal zu erkennen, dass ich da so einen Stress habe, ja, mit mir selbst. Der ist ja hausgemacht. Das ist nicht von außen, sondern das mache ich mir selber. Diesen Stress mache ich mir selber, weil vielleicht der Papa sehr perfektionistisch war oder die Mama. Ich denke an eine Dame, die in einer Musikerfamilie aufgewachsen ist und der Vater, ein bekannter, sehr bekannter Musiker, der die Tochter gedrillt hat, ja, zur Musik, also wirklich gedrillt, ja, und sie musste, ich weiß nicht, wie lange üben, und also da war kein Ausweichen, da war keinen drinnen möglich, und mit einem sehr hohen Leistungsanspruch, ja, und die Tochter, mittlerweile erwachsen, zeigt das heute so, dass sie das Gefühl hat, immer ständig schaut sie, wenn sie irgendwo sitzt, oder ich glaube, sie ist Cellistin, wenn sie Cello spielt, das hat sie immer das Gefühl, alle anderen sind besser, sie wird nie an das rankommen, sie ist immer todunglücklich,
todunglücklich, weil sie immer das Gefühl hat, ich müsste 9 Stunden üben statt 7 am Tag, ja? Oder 10, noch besser. Ja? Und ich werde das nie erreichen, nie, es wird nie langen. Ja? Und immer diese Stimme des Vaters im Kopf, du musst noch mehr machen, du bist nicht gut genug, die anderen sind besser, schau dir die an. Und das ist echt eine Geißel. Also ich denke, das ist wirklich eine Geißel und das, ja, ist förmlich, wenn ich es erzähle, spüre ich schon den Druck. Also das ist so wichtig, aus da wirklich auszusteigen, ja, und zu sehen, boah, ich bin so geliebt, ja. Aber das braucht oft eine Offenbarung, das braucht auch ein tiefes Erkennen und Spüren, wie geliebt wir sind, ja. Und da können hoffentlich auch Menschen helfen, die das schon erlebt haben und dorthin führen ein Stück weit und sagen, hey, schau mal, ja, wie viel da ist, was gut ist, was positiv ist, ja. Unterstützt die Person, dass sie Fehler machen darf, ja. Wir sind fehlerhaft und es ist wundervoll, Fehler zu haben. Ich glaube, es liegt im Scheitern eine unglaubliche Gnade, ja, weil wenn wir nicht scheitern würden, würden wir sowas von abheben und so egomanisch, so selbstherrlich werden, ja. Und ich glaube, deswegen braucht es wirklich Fehler, um auch die Gnade überhaupt wieder zu spüren zu können. Ja, wenn ich fehlerfrei bin, brauche ich keine Gnade. Ja? Also das hängt alles zusammen. Daher unterstützt diese Menschen. Ja? Und sei auch dir gegenüber fehlertoleranter und schau auch, wo du perfektionistische Anteile hast, wo du merkst, du bist vielleicht, hast eine Tendenz, du hast Angst vor Versagen. Gibt es Bereiche, wo du Angst hast zu versagen? Schau sie dir an, sprich mit jemandem drüber. Und wenn du merkst, du hast Druck und erlaubst dir keine Fehler, musst in dem Bereich perfekt sein, im Aussehen, in der Firma, in der Leistung, als Mama, als Papa, schau es dir an, hab den Mut, schau hin. Aber Perfektionismus ist nicht leicht zu behandeln, weil Perfektionismus eigentlich sehr gesellschaftstauglich ist. Ja. Es ist super eigentlich. Ne? Es sind tüchtige Leute, die sind gewissenhaft, die sind toll, ja, die sind leistungsorientiert. Ja. Und das ist natürlich unsere Gesellschaft auch. Und daher ist es gar nicht so leicht, da irgendwie anzugehen dagegen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in einer Leitungsposition ist, ja, eine Gruppe leitet, eine Gemeinde leitet, in der Arbeit, wo auch immer, und hier sind Menschen, die zum Perfektionismus neigen, dann wäre das ja eine wundervoll tolle Sache, sich da, ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, das auch ein bisschen auszunützen oder sich dran, also das eigentlich im positiven Sinn zu verwenden, weil er sehr fleißige Personen sind, denen er ja sehr viele Aufträge geben kann. Ja? Das ist sehr verführerisch, also den Perfektionisten noch mehr Aufträge zu geben, weil die werden es erledigen. Ja? Die sind tüchtig und die wollen ja keine Fehler machen, weil Fehler sind eine Katastrophe. Ja? Warum sollten Leitungspersonen das nicht ausnützen? Sie sollten es nicht ausnützen, weil der Schuss nach hinten losgehen wird. Ganz klar, weil wenn man sozusagen denen noch mehr Arbeit anhäuft, ja, sie werden es höchstwahrscheinlich tun, weil sie sich ja nicht wirklich wahrnehmen, spüren, dass es zu viel ist, sich auch nicht sagen trauen, nein, ich schaffe das nicht. Und dann gibt es vielleicht Krankenstände, ja, wochenlang, monatelang. Ja. Ich kenne einen Mann, der konnte 3 Jahre nicht arbeiten, ja, weil er ausgefallen ist, ja, weil er sich so unter Druck gesetzt hat, der Chef hat ihn unter Druck gesetzt, weil er war tüchtig, er war fleißig, er war perfektionistisch und naja, und der Schuss geht nach hinten los, weil der Mann ist total krank geworden. Ja. Daher, wenn du jemand bist, der in der Verantwortung steht und du merkst, oh, dieser Mensch ist sehr genau, sehr gewissenhaft, kommt, macht alles noch mehr, als er eh müsste, ja, dann führ vielleicht mal ein Gespräch mit ihm, ja, und schau mal, wie es demjenigen geht oder derjenigen geht mit Fehler machen. Ja. Erlaubt er oder sie, sich Fehler zu machen, oder ist eine Riesenangst, Fehler zu machen, unperfekt zu sein. Ja. Und wenn du das spürst, dann unterstützt die Person, dass sie Fehler machen darf. Ja. Also ich habe jetzt ein ganz wunderbares junges Mädchen, die zu mir kommt und wunderbares Elternhaus und so, aber sie hat so einen mega Anspruch an sich selber. Traut sich überhaupt nicht zu versagen, hat so eine Angst, ja, in der Schule zu versagen, bei anderen Dingen zu versagen, nicht schön genug zu sein, nicht schlank genug zu sein. Ja. Sie kennt das Evangelium, aber trotzdem, es ist schon ins Herz gegangen, aber bei diesen Bereichen ist es schwer. Also kann sie das nicht nehmen, hat sie immer noch das Gefühl, es müsste noch mehr sein, allen müsste ich gut unter einen Hut kriegen, meine Freundin, meine Familie, allen müsste ich einfach alles recht machen. Ja? Ja, das geht nicht. Ja?
Und wir arbeiten da wirklich dran, dass sie fehlertoleranter wird letztlich. Ja? Also dass sie lernt, dass sie sich entspannen kann. Puh, ich darf Fehler machen. Boah, super. Ja, trotzdem bin ich geliebt. Wow. Ja? Aber das ist oft so leicht dahergesagt, aber das muss wirklich hier rein und hier rein. Und das ist oft wirklich ein Weg, ja? Dass sie merkt, okay, und wenn ich einen Fehler mache, ich werde nicht gleich getadelt, ich werde nicht gleich zur Schnecke gemacht. Ja? Also es geht da um die Fragilität des Selbstwertgefühls. Ja? Und ja, und mir fällt auf, also wenn sozusagen ich von vornherein sehr perfektionistisch bin und da setzt sich dann der Glaube drauf, dann gibt es oft eine sehr unangenehme Kombination, weil das werden dann oft sehr, wie soll ich sagen, könnten pharisäerhafte Christen werden. Ja? So, ich bin perfekt, ich mache keine Fehler, ich bin 1A, ich habe eine weiße Weste, du hast keine weiße Weste. Ja? Das kann eine sehr unsägliche Verbindung werden. Ja? Und das muss man auseinander dividieren. Ja? Weil Glaube hat mit Perfektionismus überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Ja? Im Gegenteil, also wenn man so nachliest, dann ist keine Gemeinde perfekt, weit entfernt davon. Es gibt zwar hohe Ziele, ja, die gibt es, aber dazwischen ist die Gnade. Ja, dazwischen ist die Gnade und ohne der können wir einpacken, weil da sind wir verloren, wenn wir uns da nicht anschließen und wenn wir uns selber peitschen und hintreiben zum du musst, ja, das ist nichts, was mit dem Glauben kombinierbar ist. Und da möchte ich wirklich darauf hinweisen und das erlebe ich sehr viel in Gemeinden und da bitte ich wirklich alle, die zuschauen, für sich selber zu schauen, hey, habe ich da eine Tendenz, sehe ich jemanden, der eine Tendenz hat, sprich es an, sei mutig, sag, hey, ich merke, da gibt es starke, oder ich habe den Eindruck, du hast da starke Teile, wo du dich selber so unter Stress setzt, kann das so sein, ich nehme das wahr in dir. Hast du das schon mal angeschaut? Ja? Also ich glaube, wir sollten da viel transparenter sein, viel ehrlicher, viel offener, auch diese vielleicht nicht gesunden Anteile anzuschauen und anzusprechen.